So Leute, jetzt ist es Zeit, eure Fragen zu beantworten. Genau. Genau, 500 Abonnenten-Special vor Ja. ungefähr 2 oder vielleicht sogar 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr so genau, habe ich euch gesagt, stellt uns Fragen, ihr könnt uns alles Mögliche an Fragen stellen und wir werden uns dann ein paar rauspicken und diese beantworten. Genau. So, und in der Tat, wir sitzen gerade vor meinem PC, haben hier die Kommentare so offen, gehen die jetzt mal so ein bisschen durch und beantworten dann mal so eure Fragen. Frage Nummer 1. Debussor 1 fragt, in welcher Stadt wohnt ihr? Ja. Ja, wie kann man das so sagen? Also ich würde sagen, wenn wir es ganz genau definieren würden, dann Wohnen wir gar nicht in der Stadt. ha, genau, dann wohnen wir gar nicht in der Stadt. Und wenn wir euch die nächste Stadt nennen würden, würdet ihr die wahrscheinlich nicht kennen. Also nennen wir euch die Städteregion, aus der wir kommen. Und diese ist? Aachen? Könnte sein, ja, ich Nein. weiß nicht. Doch, Städtregion Aachen, genau, Genau, ja. ungefähr so hieß das, genau. Genau, ja. So, Debussor 1 fragt außerdem, was sind eure Lieblings-YouTuber? Ja, wäre natürlich die Aljuda. Nee, aber wen guckst du denn so? Also wen magst du so gerne? Okay, jetzt wird's schwierig. Da ich im Moment keine Let's Plays oder so gucke. Also ganz lustig finde ich eigentlich Roinion 3000X. Der macht Minecraft Let's Plays und Lost Planet 2 Let's Plays. Und ja, der ist halt, den mag ich, der ist okay. So, und meine Lieblings-YouTuber sind unter den Let's Playern der Herringway. Ich bin mir sicher, einige kennen den, weil ich sehe auch manche von euch immer mal so unter dessen Videos Kommentare schreiben. Ja, der macht überwiegend Nintendo Let's Plays, aber in letzter Zeit auch ein paar andere Let's Plays. Der macht auch Xbox Let's Plays und alles. Ist ein toller Kerl. Und ansonsten gucke ich noch gerne so an den großen Fischen, gucke ich gerne YTT. Ja, Iblali, die Los sind Lloyd. natürlich, das ist Standard, also die sollte man natürlich gucken. Und an großen Let's Playern habe ich, glaube ich, noch Sushimaru abonniert. Gefällt mir auch sehr gut, was der so macht. Solange es nicht Gong ist. Genau, solange es nicht Gong ist. Weil der hat jetzt nichts, was mich irgendwie interessiert, was mich Ne, irgendwie ansprechen würde. der ist langweilig. So, oh, Debussor1, du hast viele Fragen gestellt. Oh ja. Euer Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist definitiv Pizza. Okay, bei mir gibt's das eigentlich, ich esse sowieso sehr gerne. Dennis ist ein Allesfresser, müsst ihr wissen. Ja, außer Champignons, ne? Aber Lieblingsessen ist eigentlich so, ja, auch so pizzamäßig und halt Fastfood, Wobei ne? Champignons gehen doch eigentlich. Ach, Sofern die nee. nicht so matschig sind, dann schmecken die Ja, nicht. Wenn die dann. so schmecken wie Fischaugen oder so. Ja. So, Debussor 1, ich denke, das ist jetzt die letzte Frage, die wir von dir reinnehmen. In Genau. welchen Spielen empfindet ihr euch für sehr gut? Ah, Dennis, mach du mal den Anfang. Okay, in welchen Spielen bin ich sehr gut? Okay, also so mit so Ego-Shootern habe ich es ja jetzt eigentlich nicht so. Ich auch nicht, so gar Also, nicht. ich bin zwar gut, aber jetzt sehr gut eigentlich nicht. In was für ein Spiel bin ich sehr gut? Ich weiß es. Minecraft! Ja, eigentlich. Ich bin eigentlich in gar keinem Spiel wirklich sehr gut. Bei Minecraft kann man nicht wirklich gut sein, da kann man einfach nur ein bisschen können. Und sehr gut bin ich eigentlich Du bist mehr so der Hobbyzocker. Ja, genau. Geht mir eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich wüsste jetzt nicht, in welchem Spiel ich mich als super empfinde. Ich meine, ich kann keine Ego-Shooter, ich kann so ein paar Nintendo-Spiele, ich kann so ein ganz klein bisschen Mario. In den Legend of Zelda-Titeln bin ich eigentlich auch relativ gut, aber das liegt daran, weil man sich die Denkweise einfach angewöhnt, wenn man die Spiele spielt. Und ansonsten würde ich sagen, Monster Hunter ist ja, das sind alles so Erfahrungswerte eigentlich. Ja. Aber bei Monster Hunter ist das bei mir auch wieder mittlerweile eingerostet. Aber Monster Hunter ist eigentlich schwach. Ja. Ah, und apropos Monster Hunter, meine PSP ist kaputt. Ah, du Der Armer. Laufstick, ich kann nicht mehr Monster Hunter spielen. Ich muss mir erst eine neue PSP kaufen. Einmal Oh. Beileid für Dennis. Ja. Ein Tässchen Mitleid. Oh, Ups, danke. verschüttet. Ja, danke schön. Ich hab dich auch ganz doll lieb, weißt du. So, Behind0xd fragt. Ihr seid ja so ein Nintendo-Let's Player von der Wii. Werdet ihr, wenn die Wii U draußen ist, auch Wii U-Let's Plays machen? Also ich denke schon. Also ich denke, ich werde mir diese Konsole zulegen.
Dann können wir das neue, dann können wir das neue Monster Hunter spielen. Genau, neues Monster Hunter, das ist es. Genau, als Monster Verlängerung Hunter für Try. Try Ultimate wird es heißen bei uns. Ja. So, ja, die Frage finde ich eigentlich auch noch gut. Okay, Libus, noch eins, da ist noch eine Frage. Kauft ihr oft bei Aldi ein? Ja, also ich selbst gehe nie zu Aldi, ich lasse auch meine nie, Eltern einkaufen. Ich auch nie, aber ansonsten sind wir schon so durchschnittliche Aldi-Verbraucher auch. Also ja, bei jedem Wocheneinkauf ist immer auch Aldi ja, mit genau dabei, wird abgeklappert. Also ja, ja. So, Anime-Fan Forever 1000 fragt, was ist euer Lieblingsgame und habt ihr lange gebraucht, um es durchzuzocken? Also mein Lieblingsgame ist auf jeden Fall The Legend of Zelda Skyward Sword, weil ich spiele am liebsten The Legend of Zelda Spiele aus irgendeinem Grund und dieser Titel gefällt mir irgendwie am besten, weil er einfach viele Neuerungen hat. Und ja, ich habe schon lange gebraucht fürs erste Durchspielen, so 70 Stunden oder so. Das liegt aber daran, weil ich einfach sehr gerne da rumlaufe und jedes kleinste Detail erforsche. Also seid froh, dass ihr nicht diesen ganzen Mist im Let's Play sehen müsst. Genau. So, was, ja, also, mein Lieblingsspiel ist Monster Hunter. Auch Monster Hunter. Mein Monster Hunter habe ich bis jetzt noch nicht durchgespielt. Und was ich auch noch sehr gerne spiele, sind so Sachen, also zahlreiche PSP-Spiele. Und welches Spiel habe ich durch? Weil ich noch gar nicht gespielt habe. Für PSP Ratchet & Clank Size Matters. Das habe ich jetzt ungefähr 7-8 Mal durch. Mittlerweile geht es schneller. Am Anfang habe ich ungefähr 80 bis 90 Stunden gebraucht. Aber das ist auch ein schönes Spiel. Jo. So, jetzt ist hier eine sehr, sehr interessante Frage von Thiago Cavaco. Benutzt ihr Deo? Wenn ja, welches? Okay, benutzt ihr Deo? Natürlich nicht. Nein, ich auch nicht. Doch, ich benutze Deo. Und zwar benutze ich hauptsächlich Axe-Deo. Das kriege ich immer zum Geburtstag. In meinem Zimmer stapeln sich so die ganzen Axe-Dosen. Und am liebsten habe ich Axe Alaska und wie heißt das neue? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, da ist so eins da. Ist auch in der Fernsehwerbung. Aber Axe benutze ich. Ich benutze auch Deo. Wer hätte es gedacht? Oh. Und ich benutze immer so ein Rexona Man Zeug da irgendwie. Keine Ahnung, wie das weiter heißt. Es riecht auf jeden Fall relativ angenehm, finde ich. So, dann fragt NN Ifi 92 hat drei Fragen auf einmal gestellt. Wir gehen die jetzt mal so der Reihe nach durch. Wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Ja, also wie sind wir auf unseren Namen gekommen? Eigentlich, wir haben uns überlegt, was machen wir für einen Namen? Und da wir am Anfang halt vorhatten, irgendwie was Monster Hunter zu machen, haben wir erst so gedacht, wir machen was mit Monster Hunter. Aber es gibt schon so viele mit Monster Hunter. Haben wir gedacht, nee, wir müssen, weil wir auch noch andere Spiele Let's Playen wollen, uns was Allgemeineres. Genau, allgemeiner. Was aber irgendwie zeigt, dass da zwei Leute hinterstecken. Und dann hatte ich irgendwie so einen komischen Gedanken, dass wir da doch die Aldi-Brüder so nehmen können. Ja, und das war am Anfang ziemlich lustig, weil die Aldi-Brüder, hallo, die Aldi-Brüder, lasst euch mal auf der Zunge zergehen, hallo. Das ist ja bekloppt, ja. Die Aldi-Brüder, das ist so bekloppt wie das Arm in der Kirche, ne? Aber das ist halt unser Name. Dann die zweite Frage, wie seid ihr zum Let's Playen gekommen? Ja, das kam einfach so, ich habe mal so ein bisschen rumgespielt, so mit Technik, mit Videograbbern und so. Ich fand das immer ganz interessant, wenn auch Let's Plays zu gucken. Und da habe ich mich so ein bisschen mit der Technik befasst und Dennis fand das auch immer sehr interessant. Ja. So Let's Plays gucken und dann haben wir irgendwann gedacht, haben wir gemeinsam Monster Hunter mal gespielt und haben uns gedacht, ja, warum Let's nicht? Let's Playen wir mal. In den nächsten Wochen, Monaten und oder Jahren. Und die dritte Frage, was kommt nach Zelda oder Monster Hunter? Tja, wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass etwas in einem ähnlichen Genre kommen wird. Das kann man schon mal so sagen. Wahrscheinlich wie ein Rollenspiel oder so. Und Action-Adventures. Ja, genau. Sowas. Flinkyboy123 fragt, was ist besser, Monster Hunter, Super Mario, dass Aliens zu uns kommen und uns vernichten wollen oder Schokolade? Okay, der Reihenfolge. Also, was finde ich am besten von diesen vier Sachen? Nummer 1 ist, dass Aliens kommen und uns vernichten. Das wäre schön, dann kann ich nämlich endlich mal Ego-Shooter im Real Life spielen. Danach kommt Monster Hunter, dann kommt Schokolade und dann kommt Super Mario.
Bei mir ist es wahrscheinlich so, ganz oben steht die Schokolade, weil ich gerade irgendwie Lust auf Schokolade habe. Danach käme Monster Hunter, dann Super Mario und dann die Aliens. Wobei Nein. es wäre ganz interessant zuzusehen, wie Dennis die Aliens killt. Okay, so, dann fragt Let's Play Tony, hat zwei Fragen. Haben euch andere Let's Player inspiriert? Wenn ja, welche? Also, hat uns jemand inspiriert? Eigentlich machen wir unser eigenes Ding, aber so Ja. inspiriert eigentlich Also, halt unsere. wessen Videos haben wir denn gern? Also, ich habe Witzerle immer gern geguckt, so, bevor ich angefangen habe zu Let's Ich habe am Playen. Anfang auch ziemlich oft Monster Hunter Let's Plays von Akantor-Griller Genau, geguckt. habe ich auch geguckt. Von Akantor-Griller, ja, habe ich auch geguckt. Und die zweite Frage von Let's Play Tony ist: Was hört ihr so für Musik? Oh, wundervoll. Was höre ich für Musik? Tja, eigentlich alles Elektromäßige, außer, ja, was höre ich? Hardstyle, Hands Up und so. Ich bin da nicht so elektromäßig. Ich höre dann lieber so ein bisschen klassischen, ja, einfach Rock oder Alternative Rock oder New Metal höre ich sehr gerne. Oder auch mal ja, Songs, die halt keinen Text haben. Also gebt mal irgendwie ein hier so Filmmusik teilweise, so was Hans Zimmer Ja, komponiert so hat. Two Steps to Hell und so, oder From Ja, Hell oder Two so. Steps to Hell, genau. Solche Sachen, da fahre ich auch voll drauf ab. Das ist auch ein schönes Lied. Aber wenn du was hören willst, ohne irgendwie, ohne irgendwelche Dinger da, ne? Hardbass.fm. Bin ich auch nicht so ein Fan von. Das ist Hardstyle. So, nächste Frage. Der Psychopanda hat drei Fragen. Die erste ist: Wie alt seid ihr beiden eigentlich? Ja. 16 Ja, wir jeweils. sind 16. So, zweite Frage. Was ist euer absolut... Ah, nee, das hatten wir schon. Und die dritte. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, Oh, das ist schon wieder Kindergarten. Jahre her. Kindergarten. Kindergarten. Bestimmt habe ich ihn mal mit einer Schaufel verprügelt. Er kam dann mit einer Tastatur und hat gesagt, die ist gut fürs Leben. Als vierjährige kleine Ja, und dann haben wir Pimpfe halt oder gedacht, ja, komm, lass mal. Irgendwann, wenn wir mal älter sind, dann let's play nochmal. Ja, und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wahrscheinlich war das so. so, dann fragt The Legend Zelda 5, fragt auch wieder paar Fragen. Die erste ist auf jeden Fall: Macht ihr auch mal ein Let's Play Together, also dass man Together spielt? Ja, haben wir vor. Ja, haben wir vor. Also ich denke, das wird auf jeden Fall früher oder später mal irgendwann kommen. Dann zweite Frage: Spielt ihr noch andere Monster Hunter Games? Ich für meinen Teil nicht, weil ich nur diese Wii hab hier und Ja, der also ich Dennis. spiele auf der PSP, ja, nur auf der PSP. Einmal Monster Hunter Freedom 2, Monster Hunter Freedom Unite und Monster Hunter Portable Third auf Englisch. Wow. So, dann fragt Mister, ich bin ein Pro. Was würdet ihr machen, wenn ihr wie Eine viel? Milliarde Eine Euro Milliarde hättet. Euro hättet. Ich würde mir erstmal eine Pizza kaufen. Was würde ich machen? Mit Ich so viel glaube, Geld. also ich würde mir zuerst mal so ungefähr die Hälfte davon auf eine Bank anlegen, würde von den Zinsen leben und mit dem anderen Geld würde ich mir verschiedene Häuser kaufen oder renovieren, Du weißt, dass der meine. Rest des Teils des Geldes mir gehört. Da steht nämlich: Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Ach, Milliarde wenn hättet? wir! Okay, was Wir würden wir würden uns machen? erstmal um die Teile kloppen. Nein, wir würden uns jetzt erst einmal vernünftiges Equipment holen, also so richtig vernünftig. Also richtig Dann geil. ein Fernseher, ja, ein Fernseher, worauf man jetzt playen kann, wo man sich dann 10 Meter weit wegsetzen muss. Und wir würden uns, glaube ich, ein eigenes Studio bauen. Und ich würde noch ganz viele DJs mir einkaufen, sie nicht nur mieten. Ich würde mir so, sie sogar einkaufen, dass sie nur für mich spielen. Ja, was willst du noch mit deinem Anteil machen? Erstmal zu Penny. Ja, genau. Erstmal zu Penny. So, Da war und noch eine Frage. ja, hier. Was haltet ihr von Frau Merkel? Frau Merkel kann das deutsche Reich niemals Nicht! regieren und nicht richtig führen. Ja, was halte ich von Frau Merkel? Also, die sieht aus wie ein Mann. Ich finde, sie kann eigentlich fast gar nicht regieren. Und sie hat zu viel mit Sekundenkleber Genau. herumgespielt. Ausgezeichnet. Ja? So, dann fragt iDudes1000, hat eine Frage zu Monster Hunter. Wie selten ist eigentlich Tiefdrachenstein?
Ganz einfache Antwort, sehr selten. So, Frage erledigt. Dann fragt Dat Maxman, könnt ihr euch mal filmen beim Zocken? Habe ich gemacht. Findet ihr auf youporn.com. Regelmäßig. Also theoretisch könnten wir es mal machen, aber momentan, wir wollen uns halt noch nicht vor die Kamera begeben. Genau, und dann muss ich noch abnehmen. Und außerdem bräuchten wir dafür noch eine Webcam und die haben wir momentan noch nicht. Genau. Was haben wir denn hier? Hier sind ganz viele Kommentare, wo der Autor entfernt ist. Ah, so. Hier, Multicav78 fragt, was sind eure Lieblingsfilme? Okay, Lieblingsfilme. Also, Hancock, der Film mit, wie heißt der Typ nur? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ach, das ist egal. Will Smith, genau, Will Smith. Dieser Film, der ist ziemlich okay. Dann, was ist noch okay? Dann der neue Ted mit dem Banner-Song. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, ich habe ihn wohl gesehen, ich war aber nicht im Kino. Ja, der ist eigentlich okay und ja, eigentlich die neuen Spielfilme so alle ab 2011, die rocken eigentlich. Also ich finde auf jeden Fall die Batman-Trilogie von Christopher Nolan mega geil. Also echt, das sind drei Hammerfilme, die sollte sich jeder mal angesehen haben. Dann auch von Christopher Nolan ist gut Inception. Ist ein bisschen verwirrend, da muss man ein bisschen so um die Ecke und kreuz und quer denken. Das verstehe ich nicht. Und man denkt sich zwischendurch, das verstehe ich nicht, aber ist auch ein sehr guter Film. Und Butterfly Effect fand ich gut. Der war auch so ein, ja, muss man auch so ein bisschen mitdenken in dem Film. Das hasse ich. Ich mag es, wenn viel Geballer drin ist. Ja, James Bond Filme sind natürlich auch immer stark vertreten. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich musste darüber viel länger überlegen, über Lieblingsfilme, naja. So, dann die anderen Fragen hatten wir hier eigentlich schon. Ja. Darmfreak. Der MH-Freak fragt, habt ihr eine Freundin? Im Moment leider nicht, aber ich suche mir im Moment eine. Weil was ist denn mit Susi Faust? Hat sie Schluss gemacht? Und ihre Zwillingsschwester Susi Faust die Linke? Die ist noch da! Die ist noch da! Nein, genau. Aber... wir sind beide solo. Genau. Also wir sind noch zu haben. Genau. Aber ich finde das im Moment ziemlich deprimierend. Ich sehe ganz viele Freunde und so, die laufen mit ihrer Freundin da rum und dann da denke ich halt, ja, das könntest du auch haben. Ne? Aber, hat es noch nicht ergeben, aber ich suche im Moment auch Frauen aus Polen. Aus Polen. Ja. Dann fragt The Super Siemens, seid ihr die echten Aldi-Brüder? Ja. Natürlich. Ja, wie soll es wir sind die sein, einzig ne? Waren, ja. Ja, klar. Dann, hattet ihr schon mal eine Aldi-Tüte in der Hand? Natürlich. Ja, wir sind die Aldi-Brüder. Ja. Und letzte Frage, mögt ihr die Ja-Produkte? Nein. Ich hasse die Ja-Produkte. Ich auch. Die sind billig und schmecken nach Kacke. Ja, ja, ja. Oh, schöne Fragen. Hier, Alatreon22 fragt, macht ihr ein Let's Play von Minecraft? Nein! Genau, Minecraft wird bei uns hier niemals, 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 niemals geben. Genau, weil da gar kein Ende gibt. Aber unsere Let's Plays haben eh nie ein Ende, aber Minecraft ist, nein, nichts zum Let's Play. So, dann ist die zweite Frage, die ist mir eigentlich ein bisschen zu blöd. Und die dritte, macht ihr ein Let's Play von League of Legends? Nein, das ist genauso schwachsinnig wie Minecraft Let's Plays. Also LOL ist ja wohl so League of Legends ist ja wohl so... Nee, muss man nicht spielen. Dann fragt Lümaster 4, mit was nehmt ihr auf? Ja, ich glaube, das muss ich erklären. Also an Software benutzen wir auf jeden Fall Fraps und Fraps zur Aufnahme und zur Audioaufnahme benutzen wir Audacity. Das hätte ich auch noch gewusst. Und an Hardware verwenden wir eine TV-Karte, die... Evermedia H727 Capture Card HD. Die ist in meinem. Ja, ich muss doch mein Equipment kennen, ja. Die ist in meinem Computer verbaut und die Wii wird über ein Komponentenkabel an diese Karte angeschlossen, sodass das Bild von der Wii in den Rechner kommt. Der Rechner gibt das Bild wieder an den Fernseher, sodass wir es sehen, wenn wir zocken. Und Fraps nimmt das Ganze auf, während es von dem Evermedia-Programm, was der TV-Karte beiliegt, abgespielt wird. Du hast unser wunderschönes Headset vergessen. Headset? Das ist das ne? T-Bone SC440 oder so. Ein
Großmembran-Mikrofon, welches wir benötigen, weil wir Together-Let's Plays machen. Genau. Weil ansonsten benutzen die meisten Let's Player eigentlich durchaus Headset. Aber wir nicht. Nein, die Qualität war einfach zu schlecht. So, und damit erledigt sich auch die zweite Frage von Lumaster 4. Benutzt der Emulator? Nein, tut das nicht. Das hört sich irgendwie komisch an. Emulator. So, und die letzten Fragen von OAlex12O. Wann kommt ein neues LP raus, wenn die alten fertig sind? Genau, oder so? Ganz einfache Frage. Wann kann man wieder mit euch online spielen? Heute. Nee, eigentlich nicht. Nein, heute nicht. Wenn unsere Termine stehen. Und wie seht ihr aus? Wie sehe ich aus? Dick, fettleibig. Dick, fett, nerdig. Pickel voll, in der Fresse. Voll mit Pickeln, genau. Und meine Haare, ich muss nochmal zum Friseur. Ich habe die 30-Zentimeter-Marke überschritten. Und, ja, meine Zähne sind wieder ein bisschen vergilbt. Aber ansonsten ist alles in Ordnung, ne? Ja. Und es läuft alles super. So, und das war's jetzt so an euren Fragen. Gibt's nicht schon mehr Fragen? Wir haben jetzt auch schon 20 Minuten Fragen gemacht. Oh mein Gott. Vielleicht machen wir irgendwann, wenn wir 5000 Abonnenten haben oder so. Haha, als ob das hier passieren würde. Das schaffen wir schon. Vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal so eine Art Special. Vielleicht dann auch mal vor der Kamera. Ich weiß, das wäre wünschenswert. Oder hinter der Kamera. Oder, genau. Also, wir hoffen, ihr habt jetzt einen tieferen Einblick in unsere kleinen Welten bekommen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei einem Let's Play von uns. Genau. Bis dann. Und tschüss.